SG Leutershausen wird Ihnen präsentiert von Eichbaum. Uli Roth, fast 50 Jahre alt, der schnellste war er noch nie, jetzt ist er noch langsamer geworden. Sein einstiger Nebenmann, Peter Püsal, schaute lieber nur zu, mehr geben die leidgeprüften Knochen nicht mehr her. Für sein derzeitiges Gewicht 15 cm zu klein, Jörg Kunze, Ballermann vergangener Tage. Der einzig richtig Fitte der alten Garde, Marc Nagel, der fast wie zu besten Zeiten aus dem Rückraum trifft. Also es waren hier nicht wiederholbare Erlebnisse, weil einfach das Publikum, das Volk, die Gemeinde hier hat sich voll damit identifiziert, mit der Mannschaft, mit dem Ganzen drumherum. Und das war schon, glaube ich, einzigartig und wäre natürlich schön, wenn solche Zeiten nochmal kämen. Es war die goldene Generation. Vor 20 Jahren unterlagen sie zwar Wallau-Massenheim im Finale, aber die Vizemeisterschaft wurde an der Bergstraße dennoch wie ein Titelgewinn gefeiert. Unvergessen diese Bilder. Ich erinnere mich sehr gerne zurück an die Vizemeisterschaft in der Halle. Manche haben davon wenig mitgekriegt, weil der Alkoholgehalt so groß war. Hast du noch Erinnerungen? Nee, wir haben ja, das war ja auch eine unserer Stärken früher, dass wir eine der wenigen Mannschaften waren, die überhaupt keinen Alkohol getrunken haben. Oder waren es vielleicht doch ein paar Tröpfchen? Spielerisch jedenfalls haben sie noch immer einiges drauf, auch wenn das Tempo überschaubar ist. Sie sind halt eben nicht mehr die junge Rasselbande von vor 20 Jahren, sondern Herren im gesetzten Alter. Uli Roth war damals der große Anführer dieser Rasselbande. Er ist der Einzige, der noch heute in verantwortlicher Position bei der SGL arbeitet. Nach 20 Minuten war aber Schluss für ihn. Das Knie tat weh. Und auch die anderen hatten von Minute zu Minute mehr Probleme, die ohnehin schon minimale Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Wann hast du gemerkt, dass die Luft dünn wird? Ab der zweiten Minute, ehrlich gesagt. Nee. Das ist, wenn man einfach nicht mehr konstant im Training ist, dann ist so die kurze Belastung das eigentlich das Tödliche. Ja, ja, ich habe bis zur vierten Minute, bin aber 2 Jahre jünger als Dirk. Von daher, mal sehen, wenn wir in 20 Jahren das nächste Treffen machen, wie wir dann rumlaufen. Gell? Das dürfte dann aber auch egal sein, denn diese Jungs, Herren, haben Handballgeschichte geschrieben, wegen ihrer grandiosen Auftritte auf dem Parkett und ihrem überschäumenden Talent auf der Bühne. Schnibbeli, 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 schnupp! Schnibbeli, 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 schnupp! Schnibbel! 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 Schnibbel, 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 schnibbel! Schnibbel, 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 schnibbel! Die SG Leutershausen wurde Ihnen präsentiert von Eichbaum.